Über Stock und über Stein. Das heißt es beim ländlichen Reitverein in Telfs. Hier springen die Reiterinnen über Hürden, feilen an der Technik und setzen die Latten immer wieder höher. Die Schwestern Sarah und Anna Boger unterstützen sich dabei gegenseitig. Also wir haben zweimal die Woche Springtraining, einmal Gymnastik, einmal richtiges Springtraining. Bei der Gymnastik, da wird dann eher so Cavalettis oder Kreizeln, also so, dass es eher für den Rücken vom Pferd ist, dass der halt sich einfach ein bisschen einkriegt wieder. Und beim Springtraining schauen wir halt wirklich, dass wir Parcours springen oder für die Höhe ein bisschen arbeiten, dass wir wieder weiterkommen, weil es gibt halt auf dem Turnier dann auch verschiedene Klassen und da wollen wir halt immer weiterkommen. Beim Springen ist vor allem der Abstand zwischen den Hindernissen eine Herausforderung. Die Galoppsprünge vom Pferd müssen bei der Wegstrecke zwischen den Hürden genau passen, damit der Sprung klappt. Die Reiterin dirigiert dabei das Pferd durch Gewichtsverlagerung, Schenkeldruck, Zügelführung und auch durch ihre Stimme. Also du gehst ja meistens davor im Parcours ab, also du weißt die Reihenfolge vor die Sprünge, du weißt, wie viele Meter dazwischen sind, du weißt, wie viele Galoppsprünge du dazwischen machen solltest. Und dann kannst du es ja abschätzen, weil unser Trainer hat uns das so erklärt, wir sollen den Sprung umlegen können und genau dort sollte das Pferd abspringen. Und dann siehst du das und dann weißt du ja, wie viele Galoppsprünge davor du, also wie viel du davor hast. Und dann, wenn du merkst, jetzt wird es ein bisschen weit, dann musst du ein bisschen zureiten. Und wenn du merkst, jetzt wird es ein bisschen eng, ist man eigentlich schon viel zu schnell, dann musst du wieder zurücknehmen. Und so probierst du das ein bisschen abzuwägen. Aber es hat eigentlich viel mit dem Auge zu tun, ob du das wirklich erkennst im richtigen Moment. Neben dem Springtraining steht auch Dressurreiten am Programm. Hier spielt die Harmonie zwischen Reiterin und Pferd eine große Rolle. Also Dressurreiten sollte eigentlich losgelassenes Reiten vom Pferd sein. Also du solltest mit deinen Hilfen so einwirken, dass das Pferd losgelassen und frei unter dir läuft. Und dann gibt es halt Aufgaben, die du am Wochen davor eigentlich schon kriegst. Also du kannst dann fürs Turnier nennen und dann weißt du genau, was du reiten musst. Und die solltest halt dann üben und schön vorbereiten. Und dann ist halt ein Dressurviereck und dort solltest du das vorreiten. Und dann gibt es halt Wertnoten für die Richter. Am Hof des Reitvereins Telfs ist immer was los. Zwei- und Vierbeiner helfen hier zusammen und arbeiten im Team. Die Beziehung zwischen Mensch und Tier ist den Vereinsmitgliedern sehr wichtig. Ja, ich glaube, das Besondere ist bei unserem Verein, dass wir ganz, ganz viel Wert legen auf ländlich. Sprich, dass wir ganz viel Wert legen auf die Basis. Dass wir ja keine Olympiareiter oder Nationenpreisreiter bei uns auf der Anlage haben oder im Verein, sondern eher auf die Masse. Also wir wollen nicht nur unseren Sportpartner vorzeigen, sondern wir wollen da wirklich ein Band zwischen Pferd und Reiter entwickeln. Zum Reiten gehört natürlich auch die Pflege des Pferdes dazu. Ein Zeitaufwand, der sich für Sarah und ihre Schwester Anna auf jeden Fall auszahlt. Es ist total viel Zeitaufwand, also das ist es wirklich, weil ich muss halt doch fast jeden Tag her. Aber es ist einfach ein total schöner Ausgleich und sie gibt da brutal viel zurück. Also bei meiniger ist es wirklich so, die merkt es, wenn du schlecht drauf bist und probiert dir dann einfach irgendwas Gutes zu tun. Und sie ist einfach echt so, also viele sagen auch Sportpartner, aber für mich ist sie kein Sportpartner, für mich ist sie wirklich meine beste Freundin und das ist halt echt fein. Das Glück der Erde liegt wohl nach wie vor auf dem Rücken der Pferde.